Liebe Schwestern, liebe Brüder, in uns, in mir und in den allermeisten von uns, vielleicht sind zwei, drei Heilige unter uns, herzlichen Glückwunsch, aber eigentlich in jedem von uns gibt's die Ahnung oder sagen wir mal die schlechte Ahnung, mir geht's doch gut, ich brauch doch keinen Herrgott. Gell? Noch dazu in unserem Wohlstandsland, wo uns die Dinge einigermaßen angenehm sind, unser Leben ohne große Herausforderungen oft, dann neigt man schon mal zum Hochmut. Gell? Dann neigen wir alle dazu, auch Jesus nur zu benutzen. Wie meine ich das? Nun, ich meine das, dass wir uns mit Jesus eigentlich in unserer Umgebung, in der Gesellschaft gar nicht so schwer tun. Wir tun uns mit dem Glauben insgesamt schwer, aber Jesus finden doch die allermeisten irgendwie gut. Ja. Paar Beispiele. Jemand, der ein Sozialist ist, der denkt sich, Jesus, einer, der für die soziale Gerechtigkeit eingetreten ist, ein Sozialrevolutionär, den finde ich klasse. Der Grüne, der Ökologe, denkt sich, Jesus hat doch aufgerufen, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also er liebt die Schöpfung und will doch nicht, dass wir sie grausam behandeln. Ja, Jesus war doch bestimmt der Grüne. Solche Aspekte, wie ich erzählt habe, findet man im Evangelium. Aber wie geht es uns eigentlich mit dem ganzen Jesus, mit der innersten Mitte seiner Sendung? Weil wissen Sie, der Knackpunkt bei dem, was ich versucht habe zu sagen, ist, wenn einer so über Jesus redet, dann sagt es meistens mehr was über ihn als über den wirklichen Herrn. Verkündige ich deswegen, damit sie mich super finden? Oder verkündige ich hoffentlich, damit sie vom Herrn berührt werden und auf ihn schauen und nicht so sehr auf den, der verkündigt? Werden wir durchsichtig auf Christus? Ich brauche die Mutter des Herrn, die der Inbegriff der Kirche ist, um in ihr und mit ihr zu gehen und bei ihm zu sein und mich verändern zu lassen und nicht ihn so hinzubiegen, dass er mir passt. Und wenn wir den Weg mit ihr gehen, liebe Schwestern, liebe Brüder, dann kommen wir dort an, wo sie jetzt ist. Sie ist, glauben wir, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Sie ist der Anfang des Himmels, weil der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Sie ist der personale Ort, wo Gott wohnt. Und im Maß, in dem wir zu ihr gehören, Kinder der Kirche sind, Kinder Mariens sind und bleiben, in dem Maß sind wir mit Jesus und werden mit ihm so vereint, dass die Wahrheit siegt, dass die Liebe siegt, dass die Demut siegt, dass wir Priester uns nicht selbst darstellen, sondern ihn verkünden, dass untereinander Friede eintritt, dass Menschen sich versöhnen, dass sich eine Atmosphäre der Gnade ausbreiten kann, dass der Himmel in seinen Geschmack schon hier anfangen kann, schon hier beginnen kann.